Die Debatte rund um eine Corona-Impfpflicht in Deutschland nimmt an Fahrt auf. Und was in anderen Ländern, wie zum Beispiel Österreich, bereits gilt, könnte nun auch bald in Deutschland folgen. Denn Bund und Länder haben am Donnerstag auf der Ministerpräsidentenkonferenz weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der vierten Welle der Pandemie beschlossen. Dazu die noch amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel. Eine allgemeine Impfpflicht soll im Deutschen Bundestag diskutiert und entschieden werden. Dazu bitten Bund und Länder den Ethikrat, sich bis Jahresende eine Empfehlung zu erarbeiten. Und dann kann diese allgemeine Impfpflicht, könnte bei entsprechender Entscheidung greifen, etwa ab Februar 2022. Passanten in Frankfurt sind bei dem Thema gespalten. Viele machen sich Sorgen wegen der Nebenwirkungen, die nach Ansicht von Experten allerdings übertrieben sind im Vergleich zum Nutzen der Impfung. Doch Zweifel bleiben. Gegen eine Impfpflicht bin ich schon. Also ich finde, das sollte man selber entscheiden. Auch ob man sich dann lieber zurückzieht oder ob man sich impfen lässt. Ja. Also anfangs war ich skeptisch, muss ich sagen, weil ich schon dafür bin, dass das jedem seine eigene Entscheidung ist, weil das ja der eigene Körper ist. Aber ja, leider geht es scheinbar aktuell nicht anders, damit die Pandemie bekämpft wird. Hier die Einschätzung zur möglichen Motivation von Impfgegnern durch die Psychologin Sophie Reiske, kürzlich in Berlin. Wenn man dann merkt, okay, es folgt keiner Systematik, dann fühle ich mich ja viel ausgelieferter. Wenn dazu noch kommt, was ja jetzt viele so erleben, da würde ich sagen, die meisten sind ja sehr unzufrieden mit der Corona-Politik, egal aus welcher Richtung oder aus welchem Lager die kommen. Das einigt vielleicht auch schon wieder viele. Dann fühle ich mich vielleicht auch noch viel hilfloser ausgeliefert dieser Situation. Ne? Heinrich Bedford-Strohm war bis vor kurzem Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland. Er sieht noch ganz andere Probleme bei dem Thema Impfpflicht. Also wenn man jetzt über die Impfpflicht diskutiert, dann muss ja auch dazu gesagt werden, wie kann sie überhaupt durchgesetzt werden. Wenn es über Bußgelder läuft und richtig körperlich gezwungen werden soll niemand, jedenfalls ist davon nicht die Rede. Es wird wahrscheinlich über Bußgelder laufen. Dann können diejenigen, die mehr Geld haben, sich das auch leisten, diese Bußgelder zu bezahlen. Hat man damit wirklich das erreicht, was man erreichen möchte? Einig sind sich bisher Bund und Länder sowie die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP über die Einführung einer sogenannten einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Eine Gesetzesvorlage in Zusammenarbeit mit dem Bundesgesundheitsministerium soll dazu schon nächste Woche in den Bundestag eingebracht und die Woche drauf verabschiedet werden. Dann müssten sich alle Beschäftigten in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern, die mit vulnerablen Menschen in Kontakt kommen, impfen lassen. Also neben Pflegerinnen und Pflegern auch Reinigungskräfte.